Herzlich willkommen zu diesem Internetkurs. Natürlich hast du schon viele Erfahrungen im Internet gesammelt. In diesem Kurs kannst du dir jetzt noch vertieftere Kenntnisse beibringen. Einerseits lernst du, effizienter und sicherer zu suchen. Du lernst die Grundfunktion des Internets zu verstehen. Du beschäftigst dich mit dem Urheberrecht und mit der Sicherheit und es wird dir gezeigt, wie du gezielt im Netz kommunizieren kannst. Idealerweise arbeitest du mit dem Arbeitsheft, das du entweder von deiner Lehrperson bekommst oder hier herunterladen kannst. Ich habe hier nun die digitale Version vor mir. Du hast auf der zweiten Seite das Inhaltsverzeichnis und dann gilt es in kurzen Texten sich zu informieren und anschließend Aufgaben zu lösen. Natürlich bezieht sich das Arbeitsheft immer auf die Website und manchmal wird auch auf das Lehrmittel Medienkompass verwiesen. An diesen Kreuzen siehst du, ob es eine Pflichtaufgabe ist, wenn es schwarz ist. Grau heißt, es ist eine freiwillige Aufgabe. Die verschiedenen Themen sind auch hier im Menü ersichtlich. Ich klicke nun mal auf die Informationssuche. Übrigens kann sich das Menü dann mit der Zeit auch noch ändern. Du siehst, immer im oberen Bereich hat es ein Inhaltsverzeichnis. Das hilft dir bei der nächsten Stunde gleich wieder zum richtigen Ort zurückzuspringen und dort weiterzuarbeiten. Oft wird mit YouTube-Playlists gearbeitet. Du kennst das wahrscheinlich, du hast hier schon ein Inhaltsverzeichnis und kannst gezielt zu einem bestimmten Film springen. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die Einstellungen von Google Chrome an vielen Schulen. Und du siehst, ich erkläre dir an meinem Computer Schritt für Schritt, wie du vorgehen kannst. Wenn es dir zu schnell geht, kannst du den Film anhalten und etwas zurückspulen. Und wenn du ein neues Fenster aufmachst, so kannst du das, was du im Film gesehen hast, gleich selber ausprobieren. Unter den Filmen siehst du jeweils auch noch das Inhaltsverzeichnis, was in den verschiedenen Clips behandelt wird. Und manchmal gibt es auch Online-Aufgaben zu lösen, wie hier beim Thema Urheberrecht. Ja, und nun wünsche ich dir viel Erfolg und hoffentlich auch viel Spaß mit diesem Kurs.